Hallo und herzlich willkommen zu Vlogmas! We are back 2021. Ich sehe noch ein bisschen wild aus. Ich gehe nämlich jetzt gerade, oder ich muss noch mal ganz schnell nicht zum Media Cyberport oder sowas. Ich habe mir nämlich ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Ich hatte ja im November Geburtstag. Ja, das ist jetzt endlich angekommen und das will ich heute noch abholen. Dort, ich habe es nämlich vorbestellt und, oh Gott, hier habe ich ein schlechtes Licht, so schon besser. Und ja, deswegen kann ich es jetzt nicht abwarten, musste erst hin, bevor ich euch richtig willkommen heiße. Isaac sagt auch Hallo. Isaac? Sag mal was. Was ist denn los, du Kleiner? Okay, let's go. Hallo zu Vlogmas, ihr kennt das schon. 6 Jahre jetzt auf YouTube und auf Patreon. Hey Vlogmas. Mit Shows, Konzerten, Musicals, Katzen und allem möglichen. Vlogmas. Oh, natürlich bin ich rausgegangen und habe vergessen, meine Maske mitzunehmen. Oh, geht euch das auch so, dass das euch so total nervt? Und ihr immer wieder die Maske vergesst mitzunehmen. Es nervt einfach nur. Aber alles für die Sicherheit natürlich, damit wir wieder Theater spielen können und nicht in Lockdown gehen. 20612. Herzlich willkommen nochmal zu Vlogmas. Ich hoffe, ihr mögt mein kleines Intro, was ich für euch aufgenommen habe. Und ja, heute ist der 1. Dezember. Das heißt, ich darf auch meine Kalender aufmachen. Ich habe 2 Stück, einen von meiner Mama bekommen und einen von dem Daniele, den hier. Und das hier ist noch von meinem Geburtstag. Ein Fresskörbchen gewesen. Von daher das Erste, was ich heute mache. Erstmal die Adventskalender. Willst du auch die Kalender mit öffnen? Lass uns mal gucken, wo haben wir denn hier? Der erste ist von Merci. Nicht sponsert hier. Milchpralinencreme. Sehr schön. That's it. Okay. Eine Kugel. Ja, besser als gar nichts. Ich freue mich. Juhu! Und Isaac? Ist das was für dich? Also zum Spielen auf jeden Fall, ne? ja, 6 Jahre Vlogmas. Beziehungsweise, nee, nicht 6 Jahre Vlogmas, aber lange Vlogmas, ich weiß gar nicht so genau. Ich bin ja 2013, glaube ich, angefangen. 2013? Ich glaube 2013, ja. Ich habe aber nicht jedes Jahr Vlogmas gemacht. Beziehungsweise habe ich damals noch nicht den Titel Vlogmas gehabt. Hey ihr Lieben, hier ist Michael und ich mache heute mal eine kleine Ankündigung, beziehungsweise eine große Ankündigung, denn ich starte heute offiziell mein Videoblog, mein Videotagebuch, wie auch immer ihr das nennen möchtet, und lasst euch ein bisschen an meinem Leben teilhaben. Ich gehe jetzt in die Volkwang. Steppen. Heute ist nämlich Steppunterricht angesagt und der Richard versucht mal sein Glück und ich gucke zu ein bisschen. Sprüht sich noch ein bisschen ein mit Parfum und so weiter, glaube ich. So, are you ready? Hi, it's me. It's you, okay. Yes. You are taking pictures of the snow. Der Regisseur solltest im Bett sein. Nein, was muss ich sehen? Musical Michi meets. I stole this water bottle from Thomas Borchert. Oder Hundefutter. Mach da mal. Hundefutter hast du schon mal gegessen? Nee, aber ich gerochen so, aber so schlimm ist das nicht, oder? Aber Hundefutter ist eklig. Und ich meine, kotzt aber schlimmer. Kotzt aber wirklich richtig eklig. Okay, Achtung, last try, Hundefutter oder Schokopudding. Cheers!
Hundefutter. Schokopudding. Woher weißt du, dass das Hundefutter ist? Ja, weil ich das rieche. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen. Nein. Warum nicht? Ja. Trotzdem noch so kopfig. Ja, ne? Genau. Nochmal, however big. 3, 4. Die ist so schön und die kann man auch nicht so oft anziehen. Aber zu Weihnachten, was soll man sagen? Und bitte. Und es gibt noch ein weiteres Jubiläum und zwar ein Jahr Patreon. Ich bin jetzt seit letztem Jahr, Ende November, Anfang Dezember fing es dann an mit den ersten Subscribern und so, bei Patreon. Und hallo an alle Patrons, schön, dass ihr da seid. Auf Patreon könnt ihr übrigens auch Vlogmas jeden Tag sehen. Hier auf YouTube kostenlos nur einmal die Woche. Das heißt, wenn ihr mich da supporten wollt, dann könnt ihr von kleinen Beitrag, mit dem ihr Vlogmas und andere Sachen seht, bis hin zu Solo-Gesangsstunden. Einmal im Monat gibt es auch für manche Patrons ein Hangout sozusagen, wo wir uns da zusammensitzen und setzen und Kaffee trinken und einfach nur quatschen über Musicals, über alles mögliche. Corona ist auch immer wieder Thema natürlich. Und hat sich eine kleine Community gebildet, was ganz Schönes. Und ich freue mich natürlich über jeden, der dazukommt und meine Reise so ein bisschen supporten will und da weitere Einblicke bekommt. Also vielen Dank nochmal an alle Patrons und ich gehe jetzt gleich zu Proben, denn wir proben mit Oh What a Night momentan für die Premiere, die hoffentlich am 14. Dezember stattfinden soll. Diesen Sommer haben wir Oh What a Night schon gespielt in Berlin, hier in der Bar der Vernunft. Das Buch dazu habe ich geschrieben mit dem Christopher zusammen. Und die Choreografien haben wir zusammen gemacht und so und das ganze Casting und alles. Also es war unsere eigene Produktion. Das hat jetzt diesmal nichts mit Offstage zu tun, sondern es war wirklich eine Produktion der Bar Jeder Vernunft. Und wir sind da als Kreative sozusagen engagiert worden, um da eine Produktion mit den Hits von Frankie Valli auf die Bühne zu bringen. Und das macht mega, mega Freude, diese Show. Jetzt hören Sie mal die hohe Stimme, dafür steht dieser Mann. Und jetzt klären wir mal ganz kurz auch gleich noch auf, was der Untertitel eigentlich besagt. Denn die Show ist nicht nur Oh What a Night, sondern sie nennt sich die Frankie Valli Show. Und jetzt gucken Sie mal, wir haben ein paar Originalbilder. Der Mann sieht ein bisschen aus wie Sylvester Stallone, hatte eben diese extrem markante hohe Stimme, Popsänger der 60er. Warum haben Sie sich diesen Mann als Star so einer Show ausgesucht, Herr Heller? Ganz klar. Und diesmal sind auch ganz, ganz tolle Leute wieder dabei. Unter anderem der Daniele, Alan Carter, Tom Schimon ist dabei, Michael Moore und Julian Quijano. Das wird eine richtig coole Sache. Und was es da für Dramen gab und was es da für Dramen gibt, das werdet ihr in den nächsten Vlogs jetzt erfahren. Wir haben nämlich da ein ganz schönes Up and Down momentan. Wenn ihr da genauere Infos haben wollt und Eindrücke natürlich von den Shows und von den Proben, dann kommt zu Patreon und da werdet ihr für einen Betrag von 5 Euro diesen ganzen Dezember Vlogmas sehen können. Ne? Der sitzt hier und ist ganz brav. Ja, er vermisst Shenanay. Shenanay ist nicht mehr da. Ne, du Kleiner, der ist so süß. Und so ein Knuddel. Oh. Ja. Ihr werdet natürlich von Isaac auch ein bisschen was sehen. Und mich würde interessieren, was interessiert euch so an den Vlogs? Oder was würdet ihr gerne sehen?
Schreibt doch mal in die Kommentare ein paar Fragen. Q&A kann ich auch machen die nächsten Tage. Also macht euch jetzt noch einen schönen Morgen, schönen Abend, was auch immer. Bis dann und ciao. Ach, wie habe ich das vermisst, diesen Abspann. Tschüss.